Die alten Steinmauern schützen etwas vor der Hitze. Keine Post. Guten Morgen. Darf ich reinkommen? Entschuldigung, wer ist denn da? Sylvie, die Nichte von Olivier Leroux. Können wir uns sprechen? Ja, natürlich. Kommen Sie rauf. Tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Das macht doch nichts. Ich wollte Sie kennenlernen, weil Sie mit meinem Onkel zusammengearbeitet haben. Wie geht es ihm? Wir haben länger nichts voneinander gehört. Er ist verschwunden. Es hat ihn seit Tagen niemand mehr gesehen. Verschwunden? Wie meinen Sie das? Vielleicht ist er verreist. Vielleicht. Aber wohin? Haben Sie mit den Nachbarn gesprochen? Herr Kaflata sagt, er könnte nach Gozo gereist sein. Sonst weiß niemand etwas. Was Sie da sagen, beunruhigt mich sehr. Ich wollte mit ihm sprechen. Ich hatte auf seinen Rat gehofft. Ich fange an, mir Sorgen um meinen Onkel zu machen. Kann ich verstehen. Meine Eltern starben, als ich noch ein Kind war. Ich hatte ständig Angst, dass jedem Vormund das Gleiche passieren würde. Wie schrecklich. Das tut mir ja so leid. Sie sind in einer protestantischen Gegend ins Kino gegangen, weil sie einen bestimmten Film sehen wollten. Ausgerechnet an dem Abend hat die IRA zugeschlagen. Belfast? Wenn ein weiser Priester nicht gewesen wäre, würde ich heute selber Bomben legen. Meine Eltern forschen auf den polynesischen Inseln. Sie sind Ethnographen. Dort muss es sehr schön sein. Mag sein, aber die Bedingungen waren hart. Also habe ich die Ferien bei meinem Onkel in La Valletta verbracht. Das ist für ein Kind schwer zu verstehen. Mein Onkel hat sich gut um mich gekümmert. Manchmal nahm er mich mit nach Gozo. Dort hat er gearbeitet. Er sprach oft von Ihnen, Frau Leroux, während wir Inschriften studierten. Sylvie. Bitte sagen Sie Sylvie zu mir. James, lassen Sie uns Freunde sein. Sie haben an der Steintafel von Gozo gearbeitet? Ja, eine faszinierende Entdeckung. Was ist daran so interessant? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin ganz Ohr. Der Malteserorden hatte viele Standorte, bevor er sich auf Malta niederließ. Ja, das Heilige Land, Zypern, Rhodos, Viterbo. Das waren die wichtigsten, oder? Ganz genau. Das war eine Reise durch die Zeitalter, vom Mittelalter bis zum Gipfel der Renaissance. Und die ganze Zeit waren Sie an der Grenze zwischen dem Christentum und den Kulturen des Nahen Ostens. Sie müssen Dinge erlebt haben, die Ihnen wie Wunder erschienen, wie Zauberei und Okkultismus. Aber im Gegensatz zu den Tempelrittern haben Sie das alles überlebt, nicht wahr? Ja, ich glaube, Sie waren weniger weltfremd. Sie haben sich um Kranke, Arme und Leidende gekümmert. Aber so etwas hätte man doch nicht in Stein graviert. Das wäre es aber wert gewesen. Wie auch immer, irgendwo, vielleicht bei der Flucht aus Akkon, zusammen mit den Templern, gelangten sie in den Besitz eines einmaligen Artefakts. Oder sie erfuhren zumindest davon. Und Sie haben alles auf dieser Tafel niedergeschrieben? Das ist meine Vermutung. Aber ich habe den Code noch nicht entziffert. Vielleicht brauche ich die Hilfe von Computern und Spezialisten. Mein Onkel hinterließ diese Notiz. Ja, das könnte es sein. Ein Buch über die Geschichte des Malteserordens. Haben Sie dieses Buch? Es ist in seinem Arbeitszimmer. Wenn Ihr Onkel mit seiner Einschätzung recht hat, könnte mir dieses Buch wochenlange Arbeit ersparen. Ich werde das Buch für Sie holen, James. Ausgezeichnet. Ich werde das Buch holen. Ich kann es kaum erwarten. Ich sollte James das Buch bringen. Ich glaube, ich habe einen Verbündeten. Gibt es diesen seltsamen Traum, der mich verfolgt?
Die späteren Kapitel sind in einer unbekannten Schrift geschrieben. Hier ist das Buch. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Danke, Sylvie. Ich würde Ihnen gern helfen, das Rätsel zu lösen. Dann wollen Sie nicht zurück nach Paris? Nein, das kann ich nicht. Ihre Arbeit ist so faszinierend. Sie sind genauso, wie Olivier sie immer beschrieben hat. Ich habe versehentlich die Notiz gelesen, die an Sie adressiert war. Sehen Sie? Der Professor wollte Sie da nicht mit reinziehen. Wovor wollte er mich denn beschützen? Ich weiß es nicht. Aber Sie sollten das ernst nehmen. Ich muss ihn finden. Vielleicht sollten Sie das lieber der Polizei überlassen. Ich habe mit Grant gesprochen. Das Denkmal auf dem Platz wäre besser qualifiziert, die Untersuchungen zu leiten. Außerdem kam ich mir nach dem Gespräch selbst wie eine Verdächtige vor. Ihr Onkel würde nicht wollen, dass Sie darin verwickelt werden. Weil er sich für mich verantwortlich fühlt. Aber jetzt muss ich mich um ihn und seine Entdeckung kümmern. Gestern habe ich mir die Ausgrabungsstätte auf Gozo angesehen. Seltsam. Wurde sie etwa wieder eröffnet? Ganz im Gegenteil. Sie wird polizeilich bewacht. Wieso das denn? Jemand ist eingebrochen und hat eine Steintafel und 4 kleine Skulpturen aus Stein gestohlen. Unglaublich. Aber leider wahr. Allerdings habe ich Fotos davon. Kann ich sie mal sehen? Hier sind die Fotos von der Tafel. Das sind gute Fotos. Die würden mir bei meiner Arbeit helfen. Behalten Sie sie. Jetzt wird es viel einfacher sein, an diesem Rätsel zu arbeiten. Ich hoffe, Sie werden es bald lösen können. Ich auch. Bei solchen Texten kann man manchmal wochenlang festhängen. Warum sollte jemand diese Steine stehlen? Die Diebe haben genau gewusst, was sie da tun. Sie kannten also den Wert? Vermutlich besser als wir. Jedenfalls haben sie gewartet, bis sie gesichert und in Kisten verpackt waren. Ich werde mich bei einigen Kunsthändlern erkundigen. Vielleicht haben die etwas gehört. Moment mal. Was? Ist der Professor nicht am selben Tag verschwunden wie die Steine? Das ist mir auch schon aufgefallen. Glauben Sie, die Diebe könnten ihm etwas getan haben? Nicht unbedingt. Vielleicht brauchen sie ihn, um die Inschriften zu entziffern. Dann behandeln Sie ihn doch gut, oder? Wenn ich recht habe, ja. Was halten Sie von diesem Archäologen? Haben Sie mit Henry Simon gesprochen? Ja, aber inkognito. Sie sollten sich ihm vorstellen. Henry hat früher mit Ihrem Onkel gearbeitet. Ich soll mich mit dem Mann unterhalten, der meinen Onkel verdrängt hat? Ich glaube nicht, dass er hinter all den schrecklichen Dingen steckt. Soll ich ihn unter Druck setzen? Seien Sie einfach ehrlich zu ihm. Können Sie mir helfen? Natürlich. Ich werde Sie hiermit doch nicht alleine lassen. Melden Sie sich, sobald Sie etwas rausfinden. Denken Sie, dass meine Theorie hilfreich sein könnte? Was meinen Sie? Mein Onkel sagte am Telefon, dass meine Forschungen etwas mit der Entdeckung auf Gozo zu tun haben könnten. Jetzt erinnere ich mich. Er sprach von einer unkonventionellen Vorgehensweise. Wohl eher kontrovers. Worauf bezieht sich Ihre Theorie denn genau? Die tatsächliche Existenz von Sodom und Gomorra. Ich bin der Ansicht, dass der Bibeltext mehr als ein moralisches Märchen ist. Das klingt mir nicht nach Blasphemie. Ich würde die Städte gern entdecken, wie Schliemann Troja entdeckt hat. Ich trete in seine Fußstapfen, indem ich die existierende Beschreibung als real betrachte. Wollen Sie auch Gott in Ihre Suche einbeziehen? Nein, genauso wenig wie Schliemann die griechischen Götter einbezog. Was ihn interessierte, waren die Konsequenzen ihrer Taten. In diesem Fall also die Zerstörung der beiden Städte. Genau. Einige Gnostiker sind außerdem der Ansicht, dass Jehova für die Zerstörung ein besonderes Werkzeug hatte, das bis heute im Nahen Osten verborgen liegt. Verstehe. Eine Quelle überirdischer Kraft, die in Zyklen wiedergeboren wird. So hat mein Onkel es in seinem Brief beschrieben. Tja, Sie werden wohl auf die Übersetzung der Tafel warten müssen. Ich weiß. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bis dann. James hat recht. Ich sollte ein ehrliches Gespräch mit Simon führen. Nur so kann ich irgendwas über meinen Onkel herausfinden.
Zeit, den Archäologen auf Boso zu besuchen. Die Polizei ist zum Glück verschwunden. Was für ein Raumschiff! Vielleicht sollte ich mich im Tempel weiter umsehen. Gefällt es Ihnen? Sehr beeindruckend. Fantastisch. Ja, das finde ich auch. Das sind keine sterilen Kathedralen oder Paläste. Das ist eine andere Art von Schönheit. Schlicht und mächtig. Oh nein! Die Kathedralen und Paläste und Gassen und Festungen sind auch fantastisch. Sie haben sich wohl in Malta verliebt. Ich habe mich insgesamt in Europa verliebt. Ein Leben reicht nicht aus, um diese unermessliche Schönheit zu sehen. Amerikanerin? Ist das so offensichtlich? Nein, aber Ihr amerikanisches Auto. Nicht schlecht, oder? In 4 Sekunden auf 60 Meilen. Entschuldigung, 100 Stundenkilometer. Beeindruckend. Ich könnte Ihnen ein paar Sehenswürdigkeiten Maltas zeigen. Vielen Dank, aber ich reise heute ab. Schade. Denn es ist eine Augenweide und auch gut für die Seele. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin Archäologin. Ein beneidenswerter Beruf. Ich gratuliere. Sicher. Und was machen Sie? Ich bin Talentscout. Momentan im Urlaub. Eine gute Heimreise. Danke. Einen schönen Tag noch.